So, herzlich willkommen. Es ist 14 Uhr. Wir starten heute das Webinar zu der Frage, wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden? Dieses Webinar ist Teil der Online-Themenreihe Digitale Schule, Fragezeichen, auf den Kulturwandel kommt es an, Ausrufezeichen, die gemeinsam von der Deutschen Schulakademie zusammen mit der Agentur Juran und Konsorten gestaltet wird. Mein Name ist Julika Schmitz. Ich moderiere heute zusammen mit Anke Wagner der Deutschen Schulakademie. Hallo Anke. Sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Es wurde abgestimmt. Wir gehen jetzt zum Du über. Ich hoffe, ich erinnere mich da über das Webinar dran. Ich möchte meine Teilnehmenden begrüßen und die Referenten. Wir haben heute bei uns Thomas Spahn und Christian Ebel. Hallo. Hallihallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon viel gesehen hat bei vielen Webinaren oder abends dabei war oder vielleicht morgens vom Radio Morgenkreis geweckt wurde. Es ist wirklich ein sehr, sehr volles Programm. Heute haben wir noch den ganzen Tag, morgen auch. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf das Barcamp hinweisen. Das Barcamp ist persönlich für mich eins meiner Lieblingsformate, weil es da ganz niedrigschwellig die Möglichkeit gibt, dass die Teilnehmenden, also ihr, einfach eine Frage mitbringt, die euch interessiert. Ihr könnt einfach auf den Link gehen, den Anke gerade im Chat gepostet hat, und eine Frage posten, die ihr interessant findet. Ich zeige das jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz. Das sieht dann so aus. Das sind die Slots, die schon eingegangen sind. Und wenn ihr möchtet, also einfach als Lehrerin, als Schulleiter, als Elternteil, wenn ihr eine Frage habt, die euch interessiert, dann könnt ihr einfach den Raum dafür aufmachen. Ihr braucht überhaupt nichts mitbringen, außer eben die Lust, diese Frage zu diskutieren. Ich überlege auch noch, allerdings habe ich wirklich viele Fragen, müsste mich dann noch entscheiden. Also, einfach reingehen und eine Session hosten. Gut, bevor wir mit den Inputs beginnen, an dieser Stelle noch, ich gucke mal kurz, hier, mein Bildschirm ist wieder aus, an dieser Stelle noch technische Hinweise. Das wird aufgezeichnet hier. Die Kamera von euch, die kann an sein, die kann aus sein, ihr erscheint nicht im Bild. Wir nutzen den Zoom-Chat, der ist hier an der Seite. Da findet ihr auch schon die Links, wenn ihr da drauf klickt, um euch Informationen zukommen zu lassen. Wenn ihr anfangt, darüber zu diskutieren oder Informationen da rein zu posten, bitte bedenkt, der wird nicht gespeichert. Wenn ihr Infos teilen wollt, könnt ihr in die Telegram gehen. Das blenden wir ganz zum Schluss nochmal ein. So, ich finde ja diese Online-Formate richtig gut, vor allem wenn sie aufgezeichnet werden. Was so ein bisschen fehlt, ist zu gucken, wer ist eigentlich noch mit uns hier. Und damit ihr die Gelegenheit dazu bekommt, teilen wir euch jetzt in Breakout-Gruppen ein. Und da haben wir zwei Fragen für euch. Einmal die Bitte, dass ihr euch vorstellt, und dann teilt doch gerne die Frage, die ihr heute für unsere Referenten mitbringt. Wir gehen jetzt gleich für 4 Minuten zu dritt, sagen wir zu viert, weil manche vielleicht gar nicht so aktiv sind gerade. Also wir gehen zu viert für 4 Minuten in die Breakout Groups und dann holen wir euch wieder zurück. Es wird ein Timecode eingeblendet, wenn noch 60 Sekunden da sind. Guckt also vielleicht gemeinsam gut auf die Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß. In 4 Minuten sehen wir uns wieder hier. So, willkommen zurück. Wunderbar. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, eure Kamera wieder ausmachen. Könnt sie auch anlassen, wie ihr mögt. So, ich war gerade in der Breakout-Session und habe schon gehört, was die Menschen dort für Fragen mitbringen. Wir gucken jetzt einmal zusammen in Mentimeter. Das ist das Tool, was wahrscheinlich jetzt fast alle von euch schon kennen, wenn ihr bei uns gewesen seid oder von früher. Das nutzen wir heute, um eure Fragen einzusammeln. Wir haben jetzt hier gerade im Chat von Anke den Link bekommen, wie ihr zu Menti kommt.
Ich mache das an dieser Stelle einmal, damit das klar ist, auch für die, die da noch nicht bei waren. Dafür teile ich an dieser Stelle nochmal meinen Bildschirm. Also, wunderbar. Ihr geht zu menti.com und gebt dort den Code ein. Jetzt muss mir jemand den Code sagen. Den habe ich nämlich nicht kopiert. Das ist immer richtig gut. Wer sagt mir den Code? Der ist 85916 53. Hervorragend, danke schön. So, wenn ihr eine Frage habt, dann tippt die da bitte einfach rein. Wenn ihr keine Frage habt, geht trotzdem bitte einfach da rein und zeigt uns mit dem Daumen hoch, welche Frage euch am meisten interessiert, weil wir schaffen es erfahrungsgemäß immer nur, die am höchsten gerankt sind, einzubringen. Und mit eurem Daumen zeigt ihr uns einfach, wo das größte Interesse liegt. Also, sollte euch die Leitfrage, hoffe ich zumindest, von heute interessieren, wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden, dann klickt ihr hier auf den Daumen. Wenn ihr eine Frage gestellt habt, müsst ihr hier unten noch auf Abstimmen gehen und dann erscheint auch die Frage. Bitte gebt auch eure Fragen ein, die können auch kleinteilig sein, wie ihr mögt, dann wissen wir, was ihr heute mitbringt. Sehr schön, dann bitte ich doch noch mal meine Referenten zu uns, Christian und Thomas, dann kann ich euch noch mal so ein bisschen ausführlicher vorstellen und wir können noch mal vielleicht gemeinsam auf Menti gucken, Anke, wenn du deinen Bildschirm mit uns teilst, dann machen wir das. Ja, ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir heute Christian Ebel bei uns haben. Hi, Christian. Ach, hallo, er ist Geschäftsführer des Zentrums für digitale Bildung und Schule, Kreis Gütersloh. Hi. Hallo. Ja, Thomas wunderschönen Bahn. Tag. Bitte? Einen wunderschönen guten Tag von mir auch in alle ebenso, Richtungen. Ebenso. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben heute einen unabgesprochenen Dresscode, der liegt zwischen Schwarz und Blau. Ich gebe also an Dunkelblau weiter und begrüße Thomas Spahn. Er ist Projektleiter Digital macht Schule von der Stabsstelle Digitalisierung in der Behörde für Schule und Berufsbildung aus Hamburg. Ganz genau, moin aus Hamburg. Ich freue mich, heute dabei sein zu können. Hallo, grüße euch. Moin, ja, schön, schön, dass ihr da seid. Anke, lohnt es sich, dass wir an dieser Stelle schon auf Menti gucken? Ja, durchaus. Also die erste Frage, die eingeblendet wurde, ist praktisch die Frage heute des Webinars. Also wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden? Also wie kann das durch Netzwerke entstehen? Die zweitgerankte Frage ist, wie motiviert man Lehrer zum schülerübergreifenden Austausch? Was sind Anreize? Und dann kommt noch eher eine sehr technische Frage, aber die interessiert auch einige. Dürfen Bundes- und Landesmittel akkumuliert werden? Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen. Wir können ja später noch mal gucken. Die notieren wir uns. Genau. Dankeschön. Das Tolle ist ja, dass unser erster Input, den wir heute hören, genau diesen Titel trägt, nämlich die Frage, wie eben eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden kann. Und deswegen möchte ich den ersten Inputgebenden ins Bild bitten, so dass wir gleich mit dem Input starten können. Den hören wir für 10 Minuten. Denkt bitte daran, dass die Fragen über Mentimeter eingehen müssen, damit wir die nachher sehen. Christian Ebel, führ uns doch mal in deine Präsentation, sodass wir mit dir starten können. Ja, das mache ich sehr gerne. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir aus dem Projekt Schule und digitale Bildung heraus einen kleinen Beitrag zu dieser Online-Themenwoche leisten dürfen. Und das Thema lautet ja, wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden? Und ja, wenn ich mal ganz etwas überheblich klingen darf, es geht ja nicht um einzelne Schulen oder Schulentwicklung auf der Einzelebene, sondern um die große Frage, wie im Prinzip alle Schulen und ihre Schulträger in ihren Entwicklungsprozessen bezogen auf den digitalen Wandel unterstützt werden können. Und das auf jeden Fall ist der Anspruch des Projektes Schule und digitale Bildung in der Bildungsregion Kreis Gütersloh. Und ja, ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die aus 5 Folien besteht. Die würde ich jetzt auch einfach mal teilen.
und da relativ hurtig durchgehen, weil es schon ein relativ komplexes Konstrukt ist, was ich euch da vorstellen möchte. Und zwar muss man sich vorstellen, dass es bei der Bildungsregion Kreis Gütersloh sich um einen Flächenkreis handelt. Man kann das hier an der Landkarte auf der rechten Seite ganz gut sehen. Das heißt, wir haben circa 115 Schulen aller Schulformen im Kreis Gütersloh. Wir haben kleine und große Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, das heißt 18 Schulträger, und der, also wenn man die privaten mitzählt. Und zusätzlich zu den Kommunen haben wir auch noch den Kreis als Schulträger, der quasi verantwortlich ist für die Berufskollegs und für die Förderschulen im Kreisgebiet. Das heißt, unser Anspruch als Projekt war es, als wir uns vor circa 3 Jahren gegründet haben, dass wir für alle Schulen im Kreisgebiet und für die Schulträger ein Unterstützungsangebot für den digitalen Wandel bereitstellen. Das Ziel ist es aber, Schul- und Unterrichtsentwicklung und damit auch die Qualität des Unterrichts zu verbessern und wenn man möchte, auch natürlich gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und einen kleinen Beitrag zur Chancengerechtigkeit zu leisten. Das hört sich erstmal sehr, sehr anspruchsvoll an und sind erstmal nur Worthülsen. Und deshalb haben wir versucht, das weiter zu konkretisieren. Und da taucht so eine Logik auf, die vor 3, 4 Jahren, als wir dieses Projekt ersonnen haben, noch relativ weit verbreitet war, nämlich, dass es auf der einen Seite darum geht, kritisch, reflektiert und mündig mit digitalen Medien umgehen zu können. Das heißt, da geht es um den Erwerb von Medienkompetenz als eine Seite der Medaille und auf der anderen aber darum, das pädagogische Potenzial der Digitalisierung für das Lernen ganz allgemein und auch für den Unterricht zu nutzen. Dann sind wir bei Stichworten wie, ja, früher hätte man gesagt individueller Förderung, heute sagt man eher personalisiertes Lernen oder individualisiertes Lernen. Das heißt, wie kann der Lernstand jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin berücksichtigt werden und was brauchen sie an Unterstützung, um den Schritt der nächsten Entwicklung zu tun. Das war der Anspruch, den wir im Projekt verfolgt haben. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen mal einsortieren, wo dieses Projekt herkommt. Es ist ein Kooperationsprojekt aller Bildungsverantwortlichen in der Bildungsregion Kreis Gütersloh. Das heißt, mit am Tisch sitzen der Kreis selber natürlich, die Kommunen, aber auch das regionale Bildungsbüro als zentrale steuernde Einheit. Es ist dabei auch die Bezirksregierung, das heißt, die obere und untere Schulaufsicht sind mit an Bord und unterstützt wird das Projekt auch von der Zivilgesellschaft. Das heißt, 2 Stiftungen unterstützen finanziell und personell, um eine kleine Einheit, nämlich das Zentrum für digitale Bildung und Schule, als Einrichtung neben diese, ich sag mal, etablierten Bildungsakteure in der Region auch zu stellen. Ziel ist es aber gerade nicht, Parallelstrukturen zu entwickeln, sondern gemeinsam mit denen, die Bildung in der Region verantworten, zu schauen, wie man Schulen und Schulträger unterstützen kann. Man sieht das hier auch an dieser Darstellung. Das, was auf der linken Seite umrandet ist, ist das Bildungsbüro mit seinen Aktions- und Handlungsfeldern. Und dazu gehört auch frühe Bildung, Schule und Unterrichtsentwicklung. Und auf der rechten Seite wiederum ist das Kompetenzteam verortet, was auf operativer Ebene sich um Lehrerfort- und Weiterbildung kümmert. Und unsere kleine operative Einheit dockt an diese beiden Institutionen an und versucht in Abstimmung mit den Akteuren ein ganz konkretes Angebot zur Unterstützung für Schulen und Schulträger aufzubauen. Welche das sind, zeige ich gleich noch. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Entscheidung in diesem Projekt tatsächlich nicht von unserer kleinen Einrichtung, sondern von den Gremien der Bildungsregion gefällt werden, die hier oben drüber stehen, nämlich Lenkungskreis und Leitungsteam. Und das sind die Gremien, die im Prinzip gemeinsam mit uns überlegen, welche Unterstützungsangebote sind sinnvoll, welche macht es Sinn, dass man sie gemeinsam und gemeinschaftlich angeht. Das heißt, das, was jetzt hier in den 4 Spiegelstrichen steht, sind im Prinzip unser Selbstverständnis, unsere Arbeitsgrundlage. Wir arbeiten in Kooperation mit allen für Bildung Verantwortlichen in der Region und verstehen uns als Dienstleister an der Bildungsregion. Und wie die Unterstützungsangebote für Schulen und Schulträger ganz konkret aussehen, das kann man hier auf der nächsten Folie sehen. Auf der linken Seite ist das, was wir für die Schulen jetzt in den letzten 3 Jahren aufzubauen versucht haben. Auf der rechten Seite sind die Angebote für Schulträger. Und vielleicht als ganz zentrales, vermittelndes Element in der Mitte, grün markiert mit dem Kreis, die kommunalen runden Tische als Dialogformat, in dem
Schulen und Schulträger in einen gleichberechtigten Dialog kommen können, um die Fragen, die sie bewegen im Handlungsfeld Digitalisierung, auch gemeinsam zu klären und zu lösen. Ich will das mal anhand eines Beispiels deutlich machen. Das Land Nordrhein-Westfalen möchte gerne, dass die Schulen ein sogenanntes schulisches Medienkonzept verfassen, in dem beschrieben ist, welche pädagogischen Ziele die Schule verfolgt im Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Dieses Konzept beschreibt aber auch, welche Ausstattung dafür erforderlich ist, welche Fortbildungsplanung die Schule macht, wie die Ziele mit dem Schulprogramm und dem Leitbild der Schule verbunden sind. So, und dieses schulische Medienkonzept, und zwar nicht von einer Schule, sondern von allen Schulen einer Kommune, die sollten die Voraussetzung sein für die kommunale Medienentwicklungsplanung. Das ist das, was in der Mitte dieser rechte Zacken darstellen soll. So, und im Regelfall haben Schulen und Schulträger, ich sag mal, keine gemeinsame Sprache, um über diese Dinge zu sprechen. Und deshalb haben wir gedacht, dieses Austauschformat ist absolut zentral, wenn es beispielsweise um die Fragestellung geht, wie kommen wir denn jetzt an eine lernförderliche, alltagstaugliche IT-Infrastruktur. Und eben ist ja schon in den Fragen auch deutlich geworden, da geht es auch um Mittel aus Bundes- und Landesförderprogrammen und genau wie man die quasi in den Nutzen der Pädagogik stellen kann, das ist Gegenstand der Diskussion in diesen runden Tischen. Ich will jetzt gar nicht weiter im Detail darauf eingehen, aber ich denke, das könnte etwas sein, was man hinterher in der Fragerunde noch mal ein bisschen näher in den Blick nimmt. Ganz wichtig ist es uns, dass wir die Ohren ans Gleis legen und versuchen zu verstehen, was brauchen denn Schulen und Schulträger. Und insofern haben wir so ein Instrument entwickelt, was wir Matrix genannt haben, mit dem wir zu Beginn des Prozesses bei Schulen und Schulträgern angefragt haben, was ist denn bei euch der Status quo? Wie ist der Entwicklungsstand bezogen auf das Handlungsfeld Digitalisierung? Und was sind denn die ganz konkreten Unterstützungsbedarfe? Was braucht ihr für eure Entwicklung? Und dann ist uns auf Seiten der Schulen gesagt worden, ja, wir als Schulleitungen haben noch gar keine so richtige Vorstellung davon, was denn der Wandel im Handlungsfeld Digitalisierung für uns als Entscheider in Schule bedeutet. Wir würden uns da gerne noch mal ein bisschen schlau machen lassen. Und da ist es uns gelungen, mit Hilfe der Deutschen Akademie für pädagogische Führungskräfte in Dortmund ein Angebot für Schulleitungen hierher in die Region zu holen. Das heißt Digital Learning Leadership, besteht aus 5 Modulen à 2 Tagen, also richtig viel Zeit, was Schulleitungen da investieren. Und in diesem Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren können die versuchen, sich dann mit bestimmten Fragestellungen, die für ihre Schule relevant sind, befassen. Dann haben wir noch eine Workshop-Reihe für schulische Projektentwicklungsgruppen, wo es eher um die Entstehung eines schulischen Medienkonzeptes geht und wo wir ganz aktuell sehr stark daran arbeiten, ist der Versuch, nicht nur Entscheider in Schule, also Steuergruppen und Schulleitungen zu unterstützen bei diesen Prozessen, sondern auch im Unterricht anzukommen. Und da sind wir dabei, ein modulares Qualifizierungsangebot zu entwickeln zur Unterrichtsentwicklung. Und das ist jetzt auf der nächsten Folie ein bisschen ausführlicher dargestellt. Das ist irre komplex. Ich versuche mich auf ganz, ganz wenige Sätze zu fokussieren. Wir wissen einiges inzwischen über wirksame Lehrerfort- und Weiterbildung. Für das Land Nordrhein-Westfalen gab es beispielsweise im vergangenen Jahr ein Gutachten, was da nochmal Bilanz gezogen hat, wie gut die Angebote ankommen bei den Lehrenden, bei den Kolleginnen und Kollegen. Und insofern weiß man relativ gut, was wirkt. Und was auf jeden Fall wirkt, sind längerfristige, modular angelegte Angebote, in denen Theorie- und Praxisphasen sich abwechseln, die Spiralcurricula aufgebaut sind. Und das ist hier unten durch diese runden Kreise gekennzeichnet, dass es vor allen Dingen Phasen der Planung, Erprobung und Reflexion von ganz konkreten Unterrichtsvorhaben in der Schule geht. Und das ist etwas, was wir gerne im Rahmen auch unserer Maßnahme ermöglichen möchten. Die ist jetzt so geplant, dass sie aus 4 Modulen besteht. Dahinter oder dazwischen liegen einige Monate, damit die Schulen, also die Lehrerteams, die aus einer Schule an der Maßnahme teilnehmen, die Chance haben, Unterrichtsvorhaben tatsächlich zu erproben und zu reflektieren. Und begleitet werden sie dabei von Schulentwicklungsbegleitern
Schulleitern. Und diese stehen auch für die Schulleitung und die Steuergruppe unterstützend zur Seite. Das ist so die Kernidee dieses Angebotes. Und ja, viel, viel weiter möchte ich da gar nicht reingehen, sondern vielleicht mit der allerletzten Folie jetzt noch in einem Satz Bilanz ziehen. Ganz klar ist, Schulentwicklungsprozesse brauchen ganz fürchterlich viel Zeit. Und auch wenn wir jetzt schon 3 Jahre hier im Feld unterwegs sind, sind wir noch lange, lange nicht am Ende des Weges angekommen. Was hier steht, alle Akteure arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Das kann man bejahen. Das ist so tatsächlich, egal in welcher Kommune im Kreis Gütersloh man unterwegs ist. Viele Leute sehen die Chancen, sehen auch die Risiken, aber sind sich darüber im Klaren, dass man sich damit befassen muss. Corona hat aber jetzt ganz konkret auch bei uns relativ viel durcheinander gewirbelt. So könnte man sagen, auf der einen Seite ist die Corona-Pandemie schon ein Katalysator auch für Entwicklungen im Handlungsfeld Digitalisierung. Kolleginnen und Kollegen an den Schulen haben sich Sachen getraut und erprobt, die vielleicht vorher auch eher kritisch oder skeptisch waren gegenüber diesen Möglichkeiten. Das heißt, da ist viel in Bewegung geraten. In Bezug auf unser Angebot allerdings muss man sagen, die waren in vielen Teilen tatsächlich auch auf Präsenzveranstaltungen ausgerichtet und das konnte plötzlich nicht mehr stattfinden. Und wir haben die Bilanz ziehen müssen, auch wenn du das anders dargestellt hast, Julika, am Anfang, dass Online-Formate nur begrenzt in der Tiefe eine Befassung mit Inhalten ermöglichen. Und insofern sowohl was Dauer als auch was Eindringtiefe anbelangt, nicht so gehaltvoll waren, wenn ich das mal ganz vorsichtig sagen darf, wie das, was wir vorher in unseren Präsenzseminaren hatten. Und wir haben auch gemerkt, dass bedingt durch Corona so ein Rückfall in teilweise ältere Verhaltensweisen wieder stattfindet. Will heißen, der Geist bei uns in der Bildungsregion der staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft, wo Dinge wirklich miteinander ausgehandelt werden, wo innere und äußere Schulangelegenheiten überkommen werden oder Grenzen überwunden werden, das ist jetzt in Corona schon auf eine Probe gestellt. Und da muss man wirklich gut aufpassen, dass man das, was man sich jetzt mühselig erarbeitet hat in den 3 Jahren, auch wirklich noch Bestand hat. Also Fazit ist, nicht noch viel Wegstrecke vor uns. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Anfang geschafft und ja, ich hoffe, dass das Bestand hat und nachhaltig ist. Das war es erstmal so als kurzer Einblick in die Bildungsregion Kreis Gütersloh. Ganz herzlichen Dank. Wir machen es mal so. Applaus. Danke. Ja, ich gebe dir recht. Online-Formate haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ganz herzlichen Dank aber für diesen Vortrag, Input von dir, der auch noch länger bestehen bleiben wird, weil er eben aufgezeichnet wird. Es gibt schon ganz viele Fragen auf Mentimeter. Ich will an dieser Stelle da gar nicht tief eingehen. Nur eine Frage an dich, Christian. Die Matrix, ist die öffentlich abrufbar? Ja, die sollte auf unserer Internetseite www.digitale-schule-gt.de zu finden sein. Ich prüfe das aber gleich vorsichtshalber nochmal. Und wenn man sie dort nicht gut finden kann, dann stelle ich sie da auf jeden Fall im Laufe des Tages nochmal prominent ein. Wunderbar. Und auch nochmal für euch Teilnehmende, die Präsentationen sind im Nachgang auch abrufbar auf der Website. Und vielleicht kannst du auch den Link einfach noch genau, guck mal, vielleicht machen wir noch den weiterführenden Link zur Matrix rein, das gucken wir dann mal. Gut, herzlichen Dank, Christian. Dann übergebe ich an unseren zweiten Referenten, Thomas Spahn. Und hier auch nochmal die Bitte, gerne Mentimeter benutzen und wir fügen dann nachher die Fragen ein. Thomas, ich weiß, dass du an manchen Stellen anknüpfen kannst und mache jetzt ohne großes Einleitendes einfach schnell die Übergabe zu dir. Bitte klick uns in deine Präsentation. Alles klar, vielen Dank, liebe Julika. Ich müsste jetzt den Bildschirm hier freigeben und das müsste auch sein. So. Ich gehe davon aus, dass die Freigabe so gut funktioniert und freue mich sehr, euch jetzt hier nach dem innovativen Projekt aus Gütersloh nach Hamburg entführen zu dürfen in den nächsten 10 Minuten und dann natürlich auch noch bei all euren Fragen dazu. Digital macht Schule. Ich beginne mit den Trägern des Projekts. Das ist einmal die Schulbehörde. Hier in Hamburg sind wir Schulträger und Ministerium gleichzeitig. Das heißt, wir hier im Ministerium tragen in der Stabsstelle Digitalisierung das Projekt. Das ist eine Einheit, die vor 3 Jahren jetzt mittlerweile direkt beim Senator und Staatsrat angesiedelt wurde. Also
Digitalisierung als Chefsache im Bundesland im Bereich Bildung, sozusagen schon weit vor Corona. Und auch hier einem Akteur aus der Zivilgesellschaft, nämlich der Hamburger Stiftung Joachim-Herz-Stiftung, die bundesweit aktiv ist und vor allem im Bereich Schule, Unterricht und Lehrerfortbildung ein Profil hat. Wir tragen zusammen das Projekt und binden unser Landesinstitut, also die Fortbildung hier im Stadtstaat, mit ein. Wir sind ein Projekt zur systemischen digitalen Schulentwicklung und ich möchte wenigstens kurz zu Beginn ein paar Worte darüber verlieren, was wir hier unter digitale Schulentwicklung verstehen. So ähnlich wie digitale Bildung ist das eigentlich ein sehr verkürzter Begriff, denn wir meinen natürlich Schulentwicklung in der digitalen Welt. Vor Corona, nach Corona und jetzt halt nach Corona, denn die Vor-Corona-Welt gibt es in der Form insgesamt nicht mehr natürlich. Die Rede sollen dafür stehen, dass wir wirklich den systemischen Ansatz sehr hoch halten. Also die Entwicklung, die Innovation, glauben wir ganz fest, hier auch auf der ministeriellen Ebene, die muss in den Schulen passieren. Die muss zentral unterstützt werden, wie wir das hier versuchen in dem Projekt Digital macht Schule. Aber die Innovation geschieht bottom-up. Das ist der Kulturwandel im digitalen Zeitalter und deshalb ist es wichtig, in die Schulen zu schauen. In den Schulen wiederum ist es auch wichtig, sektorenübergreifend zu arbeiten. Wir haben 4 Handlungsfelder identifiziert und da müssen die Menschen miteinander sprechen und auch auf ihre Ziele schauen. 4 Handlungsfelder bei Digital macht Schule: Lernen und Lehren, die Ebene des Unterrichts oder viel besser natürlich die Ebene des Lehrens und des Lernens, meine ich, das sichtbare Lernen, die Ebene der Fortbildung und Weiterbildung, Hardware und Software, wirklich nur als Mittel zum Zweck. Und dann auf einer 4. Ebene, Kulturwandel ist passenderweise das Motto der Themenwoche der Deutschen Schulakademie. Es braucht natürlich eine Veränderung auf der Ebene Prozesse und Organisation. All das hat dienende Funktion und das hat ja auch Christian Ebel schon deutlich angesprochen. Es geht immer um das Lernen. Es geht auch weniger um Unterricht. Es geht wirklich um das Lernen. Denn das wird ja in den nächsten Jahrzehnten sich in einer ganz veränderten Form von Unterricht sicherlich abbilden. Deshalb ist der Begriff des Lernens hier ganz zentral. Und es geht natürlich darum, und da haben uns die Kultusminister 2016 hier wirklich eine gute Vorlage gegeben, einen guten konzeptionellen Rahmen. Es geht darum, wie Jugendliche und eben die jetzt schon in den Schulen sind, so fit gemacht werden können, dass sie weiterhin aktiv, mündig und kritisch, kreativ an unserem Leben, an unserem gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Das lohnt sich, glaube ich, zu unterstreichen, diese letzte Sache, denn wenn wir an die interaktiven Whiteboards denken, da gab es didaktische Begründungen, keine Frage, aber es war das Konjunkturpaket 2 nach der Finanzkrise, die interaktiven Whiteboards in die Schulen gespült hat sozusagen. Und insofern gibt es eine Parallele durchaus zu der krisenhaften Situation jetzt. Jetzt wird oft Digitalisierung betrieben, um Schulen resilient zu machen, um Schulen sozusagen krisenfest zu machen, habe ich schon Schulleiterinnen und Schulleiter sprechen gehört oder auch politische Akteure. Das ist natürlich schön und gut, aber unser Ziel ist natürlich, an die Kinder und Jugendliche zu denken und dann auch mittelfristig und langfristig das Lernen zu innovieren. So. Was sind die Ziele in unserem Projekt? Wir haben 20 Schulen ausgewählt, gemeinsam mit der Joachim-Herz-Stiftung, die gemeinsam an Konzepten arbeiten, die sich vernetzen. Das ist gar nicht so einfach, Schulen zu motivieren. Das klang ja im Mentimeter zu Beginn schon an, Schulen zu motivieren, auch schulübergreifend zu arbeiten. Das ist ja erstmal ein Invest an Zeit und Energie, was sich dann aber lohnt. Und da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Das war jetzt auch wirklich kein Selbstläufer, auch nicht in diesen 20 Schulen, die wir identifiziert haben. Es sind 20 Schulen aller Schulformen hier in Hamburg. Und ganz wichtig zu betonen ist, es sind eben nicht die bekannten Schulen, die schon relativ weit sind, die digitalen Leuchttürme. Es sind Schulen wirklich alle Entwicklungsstände. Das heißt, hier sind auch, ohne das abwerten zu meinen, absolute Beginner Schulen dabei, aller Schulformen. Die haben uns dann überzeugt, bei den weit mehr als 80 Bewerbungen durch eine Schulleitung und durch eine Schulentwicklung, die einfach gut aufgestellt war, sodass wir dachten, ja, den trauen wir jetzt auch zu, den digitalen Sprung zu machen. Und gerade diese Schulen haben sich auch in der sehr kurzen Projektzeit bisher sehr gut entwickelt. Das ist sehr schön zu sehen. Wann sind wir eigentlich gestartet? Wir sind im November 2019 erst gestartet. Die Schulen konnten Fördermittel beantragen seit dem 01.01.2020 und 8 Wochen später kam auch schon die Corona-Krise. Das heißt, wir sind ein sehr junges Projekt und dementsprechend sind natürlich unsere Resultate bis jetzt auch so einzuordnen. Ein letztes Ziel steht hier noch, Transfer in einen Blended Learning Kurs. Wir haben vor Corona
in Dimensionen von hybriden Lernen gedacht, hybrider Lehrerfortbildung, und wollten aus dieser Nummer rauskommen, nicht nur 20 Elfenbeintürme zu schulen und zu fördern, das würde nicht viel bringen, sondern das auf alle knapp 400 Schulen im Stadtstaat auszurollen. Und das schien uns am sinnvollsten zu sein in einem Blended Learning Kurs. 20 Schulen haben wir auswählen können. Die können bis zu 20.000 Euro in den 2 Jahren Projektlaufzeit an Sachmitteln bei der Joachim-Herz-Stiftung beantragen. Nicht für Hardware und Software, sondern für Coaching, Begleitung, sozusagen die soften Sachen, die mir jetzt besonders da am Herzen liegen, über die Geräte hinaus. Und in Hamburg gibt es das Wochenarbeitszeitmodell. Das, man kann jetzt hier sagen, die Schulen haben sowas wie 3 Entlastungsstunden bekommen, die dann insgesamt auf 2 bis 3 Kollegen und Kolleginnen im Projekt verteilt worden sind. Ganz wichtig dabei, Schulleitung musste dabei sein. Das war eine Anforderung von uns. Schulleitung, Unterrichtsentwicklerin und vielleicht Medienverantwortung. Der letzte Punkt ist auch ernst gemeint, hohe Prozess- und Anliegenorientierung war einer unserer Vorsätze. Und das hat uns auch geholfen, tatsächlich die Disruption hier dann Mitte März zu überstehen. Hamburg war in den Schulferien, ist dann 7, 8 Wochen später aus den Schulferien sozusagen gekommen, beziehungsweise hat natürlich mit geschlossenen Schulen, Schulen in veränderter Form betrieben. Wir wollten eine große Tagung in den schönen Räumen der Stiftung machen mit 60 Menschen aus 20 Schulen und das am 4. Tag der sogenannten Schulschließung. Wir haben dann an diesem Donnerstag, 19. März, wahrscheinlich eines der ersten Online-Barcamps mit 20 Schulen veranstaltet. Und dort haben sich schon 7 oder 8 der 20 Schulen ausgetauscht über ihre besten Praxen in der Fernunterrichtssituation sozusagen. Und das sogar von einem Ministerium organisiert. Also das war schon wirklich eine tolle, klasse Sache. Insgesamt, ich schließe mich total diesen Wahrnehmungen an, inhaltlich vertieft, vielleicht sogar mit Menschen, die man vorher nicht gesehen hat, zu arbeiten online. Das ist schon besonders schwierig. Großer Vorteil hier, wir konnten natürlich Kontakt halten und die Schulen untereinander. Die haben wirklich unsere Angebote, die wir improvisiert haben, zu Austausch und Vernetzung super wahrgenommen. Und in gewisser Weise haben wir den Blended Learning Kurs, der jetzt im November an den Start geht, sogar ein Stück weit vorgezogen. Wir haben, das klingt erstmal relativ altmodisch, hat sich aber gut bewährt, wir haben einen Newsletter hier an den Start gebracht in der Behördenleitung in Hamburg, wo maßgeblich die Digital macht Schule Schulen beteiligt worden sind. Die sind auch online frei verfügbar unter www.digitalmachtschule.de. Und wie sich das quantitativ darstellt, sieht man auf der Folie. Von diesen 29 Good Practices kamen dann auch 12 aus dem Projekt und die anderen 17 von anderen Hamburger Schulen. Das heißt, wir haben es geschafft, über E-Mail und Newsletter direkt in die 20.000 Dienst-E-Mail-Adressen, die wir schon längst hier haben in Hamburg, diese Hacks sozusagen rund um den Fernunterricht und die historische hybride Situation zu geben. Es fing an mit Tools und waren ganz schnell bei einer Didaktik des hybriden Unterrichts. Das war wirklich eine tolle Entwicklung. 80 Bewerbungen haben wir dann für den Blended Learning Kurs bekommen, mit dem ich schließen möchte. Hier finden sich die 4 Handlungsfelder wieder, die ich eingangs schon erwähnt habe. Und hier ist es jetzt so, dass wir ein Stück weit, das war wirklich eine schwere Gratwanderung, ein Stück weit haben wir unsere 20 Projektschulen aus der Verantwortung genommen. Wir wollten eigentlich mit denen seit März und Mai in Präsenzworkshops diesen Blended Learning Kurs zusammen erarbeiten. Wir haben uns hier entschlossen, das können wir diesen Schulen gerade nicht zumuten. Das heißt, wir haben hier stärker zentral gearbeitet. Das war dann unser Support für die 20 Schulen. Die haben im Newsletter schon sehr geholfen. Da ging es schon an alle Hamburger Schulen. Und hier haben wir jetzt mehr arbeiten müssen, einfach als wir es vorgehabt haben. Das ist aber auch eine Entscheidung, die ich jetzt wirklich für richtig halte, um die Schulen dann nicht zu überfordern. Dieser Kurs geht an den Start. Es geht los am 2. November mit insgesamt 40 Schulen. Besonders erfreulich von diesen 40 Schulen sind 22 Schulen Grundschulen. Da haben wir tatsächlich die Bewerberlage abgebildet und haben uns getraut, ja, wir machen hier einen großen Grundschulschwerpunkt und haben da versucht, Experten in den Hamburger Schulen zu gewinnen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Was passiert in diesem Blended Learning Kurs? Wir haben Tutorinnen und Tutoren weiterqualifiziert aus den Schulen, aus anderen Hamburger Schulen. Das läuft noch bis nächste Woche, die dann sozusagen in einem sehr sozial gestalteten, getakteten Blended Learning Kurs, insgesamt 4 Monate dauert er, in 8 Kleingruppen dann sehr intensiv wiederum 3 Menschen aus den Schulen begleiten. Schulleitung muss dabei sein. Das hat uns sehr in Atem gehalten, hier in der Behördenleitung, neben der Unterstützung der Schulen insgesamt in der weiterhin kritischen Situation. Und da sind wir jetzt sehr gespannt, wie dieser Kurs dann an den Start geht, in, wie gesagt, jetzt ungefähr 6 Wochen. Soweit vielleicht erstmal. Ich freue mich auf Rückfragen. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für dich hier. Danke. Ja, danke schön. Da ist ja schon wirklich ganz viel drin.
Ich greife an dieser Stelle. Vielleicht holen wir nochmal Christian zu uns. Und dann würde ich an dieser Stelle eine Frage aufgreifen. Ihr habt ja beide einen Einblick darin gegeben, welche Akteurinnen und Akteure auch beteiligt sind. Wie motiviert man Schule? Wie motiviert man Lehrerinnen und Lehrer? Was können sie dadurch gewinnen? Was steht an sozusagen dem großen Ganzen in Aussicht? Was sind da eure Erfahrungswerte? Thomas, magst du anfangen? Ich kann gerne anfangen, ja. Also ich glaube tatsächlich, so krisenhaft die Situation gerade ist, sie hilft natürlich enorm. Also die Frage, wie digitale Medien Unterricht und Schule verändern können, verändern sollen, wo das Gewinn bringt ist für das sichtbare Lernen, wo es Schulen ein Stück weit ins 21. Jahrhundert katapultiert, das ist natürlich in der Mitte nicht nur der Gesellschaft angekommen, sondern es ist auch in der Mitte der Lehrerzimmer angekommen. Und da haben dann Schulen, die schon weit sind oder vielleicht im oberen Mittelfeld, ist so meine Wahrnehmung, die haben gemerkt, Mensch, wir sind ja doch sehr weit und wir haben hier Anknüpfungspunkte einerseits und andererseits lohnt es sich aber noch, die auszubauen. Und ich glaube, da hat die Situation ein Stück weit geholfen. Und dann ist es eben so, ich hab schon es angerissen in meinem kurzen Vortrag. Trotzdem ist es natürlich erstmal so ein Invest und erstmal ein Minus an Zeit, das man aufwendet natürlich für die Vernetzung, gerade wenn es außerhalb von der eigenen Schule läuft. Also hier ist meine Erfahrung tatsächlich, auch hier kommt es auf die Haltung an tatsächlich. Hier brauchen wir auch noch einen Kulturwandel und hier haben wir gemerkt, dass manche Schulen einfach wie selbstverständlich wunderbar schulübergreifend agieren. Die haben dann die ersten Konferenzen geplant, diese schulformübergreifend veranstalten wollten. Dann kam die Situation dazwischen, dass es dann eben online passieren musste, hat dann auch gut geklappt. Also das sind, glaube ich, so die Sachen. Es ist schon schwierig, die Situation hilft und es kommt auf die Haltung drauf an, tatsächlich. Herzlichen Dank, ja. Christian, das Ohr an die Gleise legen. Ich kann mir vorstellen, dass das Erfragen von Bedarfen vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt ist, um Richtung Motivation zu gehen. Das ist auf jeden Fall richtig, wobei ich erstmal vorweg schicken würde, dass wir natürlich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in jeder Schule haben, die sowieso per se motiviert und interessiert sind, ihren Unterricht beständig weiterzuentwickeln. Und die nutzen natürlich jedes Mittel, was ihnen hilft, ich sag mal, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und auch digitale Möglichkeiten. Und insofern, ich weiß nicht, diese Bleistiftmetapher ist schon häufig bemüht worden. Da gibt es die Spitze des Bleistifts, das sind die Ersten, die neue Technologien nutzen. Dann gibt es im Prinzip da vorne dieses abgeschabte Holzstück, das sind die Scharfsinnigen, die beobachten, was die Spitze, die Pioniere machen. Und dann geht es weiter mit dem Bleistift und dieser Schaft, das ist dann der große Teil des Kollegiums, der guckt sich genau an, was machen die innovativen Gruppen. Und wenn das gut ist und wenn es hilft, meinen Unterricht zu verbessern, dann schließen die sich auch solchen Innovationen an oder nutzen sie. Und ich glaube tatsächlich, dass Corona jetzt nochmal ein Katalysator war für solche Entwicklungen und aus der Not heraus auch die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht bislang eher zurückhaltend waren, gesehen haben, dass es jetzt eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt noch, um miteinander, also mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben, aber auch die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten, Beziehungen und Nähe zu ermöglichen, dann halt auf digitalem Wege. Das ist sicherlich nicht dasselbe, aber es ist überhaupt eine Möglichkeit, da noch in Kontakt zu bleiben. Und dann kommt es auf die Frage an, wie werden diese Hilfsmittel genutzt? Und ich glaube, dass da ganz viel improvisiert wurde und dass da auch viel Gutes dabei war und dass man jetzt nochmal schauen muss, was hat denn vielleicht auch Bestand, was wirkt über die Krise hinaus? Und da bin ich auch bei Thomas. Ich denke, wir werden nicht wieder mal so einen Zustand haben, wie es vor Corona war. Das heißt, wir müssen schon da längerfristig auch mit den Herausforderungen und den Chancen umgehen. Und ich glaube, das kann uns aber auch ganz gut gelingen. Ja, danke schön. Bevor wir genau da weitermachen, ne, also was sind wirklich auch so die Lernerfahrungen, was gilt es rauszuziehen, was gilt es vielleicht aber auch loszulassen, machen wir an dieser Stelle eine ganz kurze Pause. Das bedeutet eine Sendepause von uns. Ja, Sie können aufstehen, sich schütteln, ein Glas Wasser trinken. Und ich bitte Sie, dann einmal noch bei Mentimeter entweder den Daumen zu geben oder noch Ihre Frage zu platzieren, sodass wir dann gleich, wenn wir aus der Pause zurück sind, wirklich nochmal
benutze dieses Bild, das Ohr an ihr Gleis legen können und einfach auch die Fragen hier einbringen können, die sie am meisten interessiert. Also 3 Minuten Sendepause von unserer Seite, 14.47 Uhr geht es weiter. Alle pünktlich wieder da. Wunderbar. Gut. Danke. Wollen wir gemeinsam einmal auf Menti schauen, um zu gucken, wo der größte Bedarf besteht? Das können wir gerne machen. Genau, also ich sehe vor allem Fragen, die darauf abziehen, wie eben langfristig Kooperation einmal auf Netzwerkebenen stehen können, also in den regionalen Netzwerk, wie wirklich tragfähige Strukturen entstehen, aber auch eben wie an den Schulen, also auf Schulebene diese Kooperationsstrukturen geschaffen werden können. Also diese beiden Fragen tauchen immer wieder auf und auch eine ganz konkrete Frage bezieht sich auf die Inhalte des Blended Learning Kurses. Also die Frage ist vor allem an dich gerichtet, Christian. Also ich glaube, das ist erstmal genügend Stoff für euch. Ja, super, danke. Christian, wollen wir mit dem Konkreten anfangen? Ich glaube, Thomas ist gemeint. Ja, wir haben zwar auch ein tolles Kursangebot, aber das ist eher Moment. Ja. Kein Problem. Ist genau die richtige Frage, die wir uns auch gestellt haben. Der Blended Learning Kurs vermittelt Wissen. Er ist als Überblickswissen zu verstehen. Es sind die 30 Fortbildungsstunden, die eine Lehrkraft in Hamburg leisten darf innerhalb der regulären Arbeitszeit, auch leisten muss tatsächlich. Und von der Tiefe des Wissens ist es ein Überblick über das Feld der Schulentwicklung im digitalen Wandel. Es gibt auf jeden Fall einen Überblick über die wirklich galoppierend sich vergrößernden Angebote, natürlich auch in der Stadt und in Deutschland, die es so gibt. Er ist aber so angelegt tatsächlich, dass die Schulen genau nach konstruktivistischen Prinzipien, wie das hier in der Frage schon anklang, sich diese Dinge selber erarbeiten. Sie arbeiten kollaborativ, das heißt, die Aufgabenformate in einem Modul zum Beispiel zu Fortbildung und Weiterbildung, was dann 3 Wochen lang umfasst. Wir haben also diese typische Taktung eines Blended Learning Kurses. Das umfasst dann 3 Wochen und dort gibt es dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2 individuelle Aufgaben für die Teilnehmenden an der Schule und 2 kollaborative, wo sie dann über 3 Wochen lang arbeiten. Das alles mit einem spärlichen Workload, denn 30 Stunden auf dieses wahnsinnig große Thema ist eigentlich viel zu wenig, muss ich an der Stelle ganz offen sagen. Ich glaube aber, in dem Moment, wo sich jetzt mehr als 80 Schulen tatsächlich beworben haben und wir gleich einen zweiten Kurs hinterher schicken, der im Februar beginnt, zeigt sich das doch als richtigen Schritt. Der Bedarf, vielleicht auch die Not in den Schulen, ist so groß, dass wir hier immerhin an 80 Schulen einen Überblick vermitteln können und dann geht es vertiefend eben weiter. Und nach dem Kurs wissen die Menschen auch, dass es das Twitter-Lehrerzimmer gibt, dass es Personal Learning Networks und Personal Learning Environments gibt und dass das Angebot gar nicht so zentral vom Ministerium kommen muss, sondern dass das Wissen und die Vernetzung eigentlich da draußen liegt und man sie nur nutzen muss. Genau. Ist das vielleicht ein Punkt, den wir so zur Überleitung auch sehen können? Also wirklich so das Stellen von Strukturen ist dann aber auch in die Hände der aktiven Gestalter zu geben, Christian? Das würde ich auf jeden Fall so bestätigen. Und die Fragen bezogen sich ja eben auch auf innerschulische Prozesse und dann darüber hinaus auf Kommunen oder Bildungsregionen. Und ich glaube tatsächlich, dass man mit Strukturlegung da relativ eine gute Grundlage legen kann. Ich fange mal mit der Bildungsregion oder mit der Kommune an. Also unsere Erfahrungen der letzten 3 Jahre zeigen, dass es gut ist, wenn da irgendein Akteur ist, der unterstützend und steuernd oder moderierend wenigstens da tätig ist. Das kann in der Bildungsregion das regionale Bildungsbüro sein. Das ist ja in vielen Bundesländern etabliert. Es kann aber auch ein Kreismedienzentrum sein. Es kann wie in unserem Fall ein Kooperationsprojekt sein, an dem staatliche und kommunale Akteure gemeinsam arbeiten. Aber es braucht, glaube ich, eine koordinierende Stelle im Zentrum, die Akteure miteinander tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an einen runden Tisch bringt. Sowohl was dann, ich sag mal, kommunal
funktionale Fragen der Ausstattung anbelangt, als auch pädagogische Fragen. Und letztendlich, das ist eben vielleicht nicht so deutlich geworden, geht es ja auch um die Frage, wie kann man möglicherweise Standards etablieren, sodass die, ich sag mal jetzt die Schulen in einer Kommune nicht völlig unterschiedlich ausgestattet sind. Weil das ist dann gleichzeitig ja ein Wettbewerbsvorteil, das verstärkt dann eher Chancenungerechtigkeit. Also wie kann man es hinbekommen, dass ich sag mal Gesamtschule und Gymnasium eine gleich gute Ausstattung haben oder die Grundschulen in einer Kommune. Und das gelingt, wenn man solche koordinierenden Steuerungseinheiten hat, wo es dann auch gelingt, die Entscheider, sag ich mal, mit an den Tisch zu holen. Das ist so die kommunale, regionale Ebene. Und auf der schulischen Ebene bin ich davon überzeugt, dass es eine Bewegung von unten und von oben geben muss. Das heißt, die Initiative von einzelnen Lehrkräften muss gefördert und anerkannt und gewertschätzt werden, auch durch die Schulleitung und vielleicht diejenigen Personen in Schule, die für Schulentwicklungsprozesse verantwortlich sind. Das heißt, es braucht eine Rahmensetzung, ob das in Form von Entlastungsstunden sein kann oder einfach gemeinsamer Planungszeit, die genutzt wird und die zur Verfügung gestellt wird. Oder dass man versucht, Formate wie Mikrofortbildungen oder Schilfs zu nutzen, um die Erfahrungen, die im eigenen Kollegium da sind, dann auch in die ganze Schule zu transportieren. Das sind relativ wichtige Dinge. Manchmal erleben wir aber auch, dass der Prophet im eigenen Land nichts wert ist. Und deshalb ist auch die Vernetzung zwischen Schulen so wertvoll, wo man dann den Blick über den Tellerrand richten kann und dann schauen kann, wie macht denn das Kollegium, weiß ich nicht, im Nachbarkreis, in der Nachbarkommune das. Ja, das war jetzt eine ganze volle Liste von Dingen. Ich bin gespannt, Thomas, ob du da noch was zu ergänzen hast oder einfach sagst, ja, genau. Ich würde gerne nochmal auf dieses eine Wort, nämlich das Entstehen, eingehen. Also was wäre denn tatsächlich so der erste Schritt, ganz niedrigschwellig? Thomas, wenn du noch was zu ergänzen hast zu dieser Liste, bitte los. Und sonst würde ich gerne nochmal so den ersten Schritt fokussieren. Ja, sehr gerne. Also es gibt da tatsächlich nichts zu ergänzen. Christian hat das, finde ich, wirklich perfekt gerade zusammengefasst. Und was mir besonders gefallen hat daran, eben das Bottom-up in der Schule braucht seinen Widerpart sozusagen, natürlich miteinander, aber braucht das Gegenüber in der Schulleitung tatsächlich. Also die Schulleitung muss auch Mut haben, dieses Bottom-up zu unterstützen. Das kann sein, dass eine Fortbildungsreihe, Mikrofortbildungen eben produktorientiert sind. Und dann bekommen die Lehrkräfte eben auch 6 Stunden angerechnet oder auch mal Unterricht entlassen, wenn sie zu Hause an diesem Produkt arbeiten. Also wenn sie gleich umsetzen, was dort gelernt worden ist in diesen Mikrofortbildungen. Das ist da ganz wichtig. Ja, wo beginnt man? Das ist eine schwierige Frage. Das haben wir uns in meiner Schule, in der ich hier noch gearbeitet habe, in Hamburg auch gefragt. Wir haben auf der Ebene, das klingt jetzt vielleicht nicht so innovativ, aber es hat funktioniert, wir haben auf der Ebene von Unterrichtsmaterialien und Fachunterricht begonnen. Wir haben gesagt, es gibt jetzt für die und die Fächer, mit denen guten Menschen in der Schule, also die digital schon da zu den Vorreitern zählen, gute Ideen, wie man das im Englischunterricht in Klasse 5, im Geschichtsunterricht in Klasse 9 oder eben in Biologie in Klasse 8 einsetzen kann. Und wir haben dann ein Mediencurriculum an den Start gebracht vor 5 Jahren und jetzt kommt wieder die Schulleitung. Die Schulleitung hatte den Mut zu sagen, das ist jetzt verbindlich. Und das hat dann eine gewisse, ja, Leidensdruck, kann man sagen, wenn man den Bedruck nutzen möchte. Das hat Leidensdruck erzeugt und motiviert, sich eben dann doch stärker fortzubilden, damit auseinanderzusetzen. Und dann hat man sich über die Ebene, wir Fachlehrkräfte sind einfach Fächer ausgebildet, über gute Beispiele für den Fachunterricht, so Schule heutzutage verfasst, haben uns dann den großen Fragen angenähert, ob das nun ein Mehrgewinn ist, mit Erklärvideos zu lernen oder nicht. Und da war dann auch der Raum für die Kritik, der man natürlich Raum geben muss, wenn man da partizipativ rangeht. Also wir haben tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer dort abgeholt, wo sie gut sind, wo sie sich auskennen, Materialien für den Fachunterricht. Ja, danke. Christian, möchtest du jetzt wiederum dazu zum ersten Schritt noch was sagen? Ja, ich werde gerade ganz zappelig, weil das eine Diskussion ist, die wir tatsächlich am Wochenende mit unterschiedlichen Leuten, teilweise auch aus dem Twitter-Lehrerzimmer geführt haben. Nämlich schließt man tatsächlich, so wie Thomas das gerade dargestellt hat, an den, ich sag mal, gängigen Schulkultur an und die ist tatsächlich auf Fächer und auf Fachunterricht ausgerichtet. Und das, damit ist man sofort bei der Frage, wie radikal darf man denn Schule neu denken? Und reden wir über eine Revolution oder über eine Evolution in kleinen Schritten. Und die Frage beschäftigt uns bei uns in der Bildungsregion auch sehr, sehr maßgeblich. Und die Antwort ist eine, die sehr vorsichtig ausfällt, weil wir ja die Schulen
nicht überfordern wollen, sondern mitnehmen wollen. Und dann ist man automatisch bei Mechanismen, die sich an das anknüpfen, was Lehrerinnen und Lehrer, was Kolleginnen und Kollegen auch vertraut ist. Und dann kann natürlich auch ein, Fachunterricht, der die Möglichkeiten und Potenziale digitaler Medien nutzt, tatsächlich einer sein, der auch in Richtung neue Lernkultur sich entwickeln kann. Und dann ist man aber vielleicht auch irgendwann an einer Stelle, wenn man die Kolleginnen und Kollegen mitgenommen hat, wo dann ganz andere Dinge auch denkbar und möglich werden. Ich sage mal, ein offenerer, projektartigerer Unterricht. Ja. An der Stelle würde ich gerne, wenn ich ganz kurz darf, es tatsächlich nochmal verkomplizieren. Ich weiß nicht, ob ich in genau dieser Pol, in dieser Diskussion mit diesen beiden Polen, die Christian gerade aufgeführt hat, ich weiß nicht, ob ich heute 2020 nach Corona nochmal so entscheiden würde. Ich habe gerade das Gefühl, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht zu einer Tätigkeit im Ministerium passt, irgendwo ist auch jetzt die Zeit vielleicht für Revolution. So. Und dort merken ja auch die Schulen, besonders die, die sich schon auf den Weg gemacht haben, dass es eine sehr schwere Abwägung gerade ist zwischen der politischen, gesellschaftlichen Notwendigkeit, einfach wieder Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern zu haben, oder aber sich zum Beispiel auch für hybride Formen zu öffnen. Natürlich, dort gibt es jetzt schon hunderte von Schulen im Bundesgebiet, die fühlen sich regelrecht gerade zurückgeworfen dadurch, dass sie nicht mehr so digital arbeiten können wie vielleicht im Mai und Juni. Und das ist auch ganz, ganz schwer in der Abwägung natürlich. Ich glaube tatsächlich, diese politischen, gesellschaftlichen, irgendwann dann auch ökonomischen Gründe, die waren schon richtig, dass wir jetzt wieder sagen, wir gehen in die Präsenz zurück. Das ist überhaupt keine Frage. Die Schulen müssen offen sein. Aber es gab eben sehr gute Ansätze, die wir auch nicht einfach so ungenutzt liegen lassen dürfen aus dieser sehr besonderen Zeit. Ja, danke für die Ergänzung. Das ist, werden alle von uns, die jetzt hier gerade daran teilnehmen, haben ja auf ihre eigene individuelle Weise diese Corona-Zeit erlebt. Und auch im Laufe dieser Online-Woche haben wir natürlich auch schon die ein oder anderen Einblicke darin bekommen, was es da gilt zu bewahren und was es natürlich aber auch ja, hoffentlich wieder zurück zu dem vorher zu bringen gilt. Und ich finde es ganz spannend, dass ihr jetzt gerade bei der Revolution seid, weil ein Merkmal von Revolution ist ja die Zeit, ne? Also sozusagen der Faktor, ob es gemäßigt läuft oder doch einen abrupten Wandel von Strukturen geben soll. Und da haben wir jetzt eben von außen diesen, ja, die Schraube, die richtig eng gezogen worden ist. Und das führt natürlich bei den unterschiedlichen Realitäten zu unterschiedlichen Dingen. Was sind denn für euch jetzt von dem Spektrum, was ihr so mitgenommen habt, die Sachen, wo ihr sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht. Da sitzen wir hier seit Jahren und friemeln und machen und überlegen, von welcher Richtung und welche Akteure am besten. Und dann macht es Peng im März. Was ist das, wo ihr gesagt habt, hätten wir das früher gewusst, dann hätten wir. Christian, magst du? Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Was mich gewundert hat, ist, mit welcher Offenheit, Werkzeuge und Plattformen zur Kooperation und Kollaboration genutzt worden sind ab März. Auch welche, die datenschutzrechtlich äußerst bedenklich sind. Aber das ist eine andere Debatte, die möchte ich gar nicht aufmachen heute. Aber die Erkenntnis, dass solche Werkzeuge, eine andere Art von Arbeiten und Zusammenarbeiten ermöglichen, die ist, glaube ich, im März wirklich gewachsen. Oder seit März, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, auch unumkehrbar, würde ich so für mich in Anspruch nehmen. Das heißt, da sind ganz neue Möglichkeiten jetzt entstanden, auch, Wissen gemeinsam zu generieren, sowohl bei Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen als auch mit den Schülern. Ja, da kann ich gern kurz anschließen. Ich habe das für möglich gehalten, aber in diesem Ausmaß hat mich das wirklich gehauen. Die Offenheit der Lehrkräfte, und hier in Hamburg in meiner Tätigkeit habe ich natürlich auch eine ganze Bandbreite von Lehrkräften so mitbekommen, indem wir im regen Kontakt waren. Wir haben durch diesen Newsletter tatsächlich einen E-Mail-Kanal zu 18.000 Lehrkräften aufgemacht und die Antworten, die kamen dann bei meinem Team und bei mir an. Und da war eine große Dankbarkeit für hands-on pragmatische Tipps, für Hinweise, dass Datenschutz weiterhin wichtig ist, aber dass man den eben auch mit dem Grundrecht auf Bildung in Abwägung bringen muss, hat natürlich auch den Vorteil hier in der politischen Rückendeckung bei uns im Stadtstaat, sodass wir das machen konnten. Und diese Offenheit, wie Lehrkräfte aller Schulformen sich für
Padlet, aber eben auch andere Tools und nicht alles geht mit Padlet öffnen. Das ist schon wirklich stark gewesen. Da gibt es kein Zurück mehr, wie Christian gesagt hat. Und da gibt es jetzt einen enormen Wissenshunger an Fortbildung bei den Lehrkräften, der natürlich uns eingeschlossen auch unter massiven Handlungsdruck setzt. Also das ist schon wirklich eine starke Bewegung. Gleichwohl ist das passiert, was ich früh in der Corona-Zeit auch befürchtet habe. Natürlich fällt vieles Zwischenmenschliches hinten runter, wenn man sich nicht mehr in Präsenz treffen kann. Das rührt so ein bisschen an so ein überkommenes Gegenübersetzen von digital und analog, glaube ich, her. Und da ist es natürlich so, dass viele Menschen, auch viele Lehrkräfte, einfach wieder aufgeatmet haben, dass man sich trifft. Und natürlich irgendwo, das ist eine Gefahr, glaube ich, da muss man einfach gut kommunizieren und gut wieder mit guten Beispielen vorangehen. Die Krise wird natürlich ein Stück weit auch mit Digitalisierung in Verbindung gebracht. Und dieser Virus, der unser Leben durcheinander wirbelt. Und das muss man natürlich über die Zeit und hoffentlich, wenn der Coronavirus und die Krise weiter umwunden ist, irgendwann wieder entkoppeln einfach. So. Ja, genau. Das finde ich schön, dass du es auch gerade nochmal gesagt hast, ne, dass wir uns nicht zwischen diesem analog versus digital mehr aufhalten müssen. Und ich würde gerne dafür plädieren, dass wir das schon überkommen sind. Und dennoch zu gucken, was braucht der Mensch einfach auch als Mensch. Ne? So, da brauchen wir natürlich mehr als diesen Bildschirm. Ich möchte gerade noch mal eine Teilnehmerin zitieren, die geschrieben hat, ja, so viel Revolution wie möglich und so viel Evolution wie nötig, um alle mitzunehmen. Ne? Thomas, das hast du auch gesehen und aufgegriffen. Wir hatten auch eben schon die Chancengleichheit, das selbstverständlich einer der wichtigsten Punkte, ja, leave no one behind, dass wir niemanden abhängen, dass wir auch in dem Blick der Digitalisierung gut darauf Acht geben, wie wir wirklich allen gleiche Bildungschancen geben. Vielleicht haken wir da noch mal kurz ein. Was sind so da eure Gelingensbedingungen oder was sagt ihr, sind vielleicht so die Kernelemente, auf die wir wirklich Acht geben müssen? Thomas, magst du? Sehr, sehr gerne, aber jetzt hast du dich gerade bewegt, Christian. Ich mache es einfach schnell als Kompromiss. Ich formuliere einfach mal einen hohen Anspruch. Wenn wieder so eine Situation in unserem Land passieren sollte, dass Schulen schließen müssen tatsächlich, das ist ja ein ganz, ganz radikaler Schritt, dann wünsche ich mir ein Ziel. Insofern habe ich jetzt nicht den Weg dahin, aber den Wunsch, dass wir den Fernunterricht oder das Lernen zu Hause auch digital abbilden können. Denn das konnten wir jetzt in der Summe natürlich nicht. Das hat mich hier natürlich beschäftigt und wir haben das immer so formuliert, dass alle Sachen eben auch nicht digital gehen, weil das werden wegen der jetzigen Situation und des Zustands des Digital Divide und des Gap, das es dort einfach gibt, auch hier in der Großstadt, aber gesamt in unserem Land, einfach nicht hergibt, dass man einfach auf digital umschalten konnte. Das möchte ich ab 2025 oder so echt anders sehen. Christian? Ja, das möchte ich ganz gerne bestätigen. Ich glaube, wir müssen ganz genau hinschauen, weil das war für uns wirklich ein großes Learning in der Zeit ab März, dass gar nicht so richtig klar war, wie viele fallen denn jetzt durchs Raster? Wie viele Schülerinnen und Schüler haben zu Hause kein digitales Endgerät, haben kein WLAN, haben keinen Drucker vielleicht? Auch das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ein Drucker nochmal überhaupt so eine Bedeutung haben könnte im digitalen Zeitalter. Ist aber tatsächlich, je nachdem wie Schulen arbeiten, ein wichtiges Hilfsmittel gewesen. Und wir haben versucht, so ein bisschen zu erfragen, wie denn die Situation bei uns in den Kommunen ist. Und wir haben, ich sag mal, Schulen, wo 3% der Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Corona-Pandemie nicht erreicht werden konnten. Das ging aber hoch bis 30%+ von Schülerinnen und Schülern, die tatsächlich komplett abgehängt waren und von denen wir ausgehen dürfen, dass sie möglicherweise über ein halbes Jahr gar nicht richtig mehr an schulischer Bildung partizipiert haben. Das heißt, in der Krise ist die Spaltung einfach größer geworden und die Bildungsbenachteiligung noch viel deutlich spürbarer geworden. Und ich finde, das darf uns nicht nochmal passieren. Insofern begrüße ich das auch absolut, dass die Bundesländer und auch der Bund jetzt wirklich versuchen, Gelder bereitzustellen, um insbesondere die Ausstattung von solchen sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern, die kein Endgerät hatten, beispielsweise zu mildern. Auch Lehrkräfte werden, haben wir jetzt gehört, in allen Bundesländern nach und nach mit Endgeräten ausgestattet, sodass man sagen kann, die Voraussetzungen dafür, selbst wenn es nochmal zu Schulschließungen kommt, sind bessere. Und dann wäre einfach mein Wunsch, dass dann nicht so viele tatsächlich zurückgelassen werden müssen.
Ja, danke. Jetzt sind wir bei den Endgeräten und bei den sozusagen Mitteln, die wir brauchen, um überhaupt Zugänge zu ermöglichen. Das ist für mich natürlich als Moderatorin. Ich darf ja auch so an andere Fragen und Perspektiven denken und die hier einbringen und dann sagen, ja, aber es ist noch nicht getan damit, dass wir alle diese Endgeräte haben. Und wenn wir uns nochmal den Titel dieser Themenwoche angucken, und ihr habt es eben auch schon gesagt, ne, so Kulturwandel bedeutet ja hier eben auch ein Schul- und Lern- und Lehrwandel. Was ist da so eure Vision? Was ist das Bild, zu dem wir steuern sollten? Einen Schritt weiter als die Mittel, die wir brauchen, um teilnehmen zu können. Christian. Du hast es im Prinzip schon angedeutet. Mit den Endgeräten ist es gar nicht getan. Auch mit Software, Hardware ist es nicht getan. Es braucht eine andere Kultur der Digitalität wahrscheinlich. Es braucht eine andere Haltung. Und da lohnt es sich schon genau hinzugucken, was jetzt in den Schulen passiert. Und es gibt ja schon erste Mahner, die sagen, okay, jetzt in der Corona-Zeit hat es einen Schub für die Digitalisierung gegeben, aber eigentlich war das Pseudo-Digitalisierung. Das heißt, da sind dann im Prinzip alte, überkommene Möglichkeiten der Kommunikation genutzt worden. Und das war besser als nichts. Das muss man mal mit einem Ausrufezeichen auch versehen. Aber das kann eigentlich nicht unser Maßstab und der Standard sein. Nur ein Beispiel, da nutzt eine Lehrkraft ein bekanntes Produkt, um ein Arbeitsblatt an einen Schüler zu versenden. Der Schüler druckt es zu Hause aus, schreibt mit seinem Stift auf das Blatt, fotografiert es ab, schickt es über den gleichen Weg zurück. Und was macht die Lehrkraft? Die druckt es wieder aus, zückt den Rotstift und der ganze Weg geht nochmal zurück. Das ist nicht im Sinne, ich sag mal, weder pädagogisch noch technologisch im Sinne des Erfinders, wie ich finde, sondern da gibt es jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir reden hier über formatives Assessment, um Diagnostik von Lernständen und Rückmeldungen, die an die Schülerinnen und Schüler ergehen können. Und so weiter und so weiter. Ich muss das gar nicht vertiefen, aber da hängt für mich ganz, ganz, ganz viel dran. Und da auch nochmal genau hinzuschauen, was ist es denn jetzt, was wir brauchen, um solche Lernprozesse wirklich zeitgemäß zu unterstützen. Das ist, glaube ich, so mein Plädoyer am Ende. Ja, danke. Thomas. Ja, ganz knapp in Thesenform, auch mit Blick auf die Uhr und betont nicht digital die Antwort. Und das schließt an das an, was Christian Ebel gesagt hat. Es braucht ein anderes Lernen und Lehren. Projekte ist ein Stichwort oder Vorhaben, Projektorientierung, Projektförmigkeit noch viel eher im 21. Jahrhundert. Es braucht ein Anknüpfen, ein stärkeres an die Lebenswelt der Lernenden, ohne dass man aufgibt, in der Schule junge Menschen mit etwas Fremdem zu beschäftigen. Alterität als fachdidaktisches Prinzip in vielen Fächern gilt weiterhin. Natürlich muss Schule auch mit sowas wie Büchern, Schwarz-Weiß-Bildern und Dingen konfrontieren, die eben nicht digital sind. Individualisierung, ganz klar, Potenzial. Und um in diesem System, das auch behäbig sein kann, etwas zu ändern, muss man wohl oder übel doch irgendwo auch mal an die Prüfungsformate, die oft viel zitiert werden, anknüpfen und das sozusagen dann ganz von oben dann doch output-orientiert mit dem Abitur und den anderen Schulabschlüssen ansetzen, dass man dort zu einem Wandel kommt. Aber das ist jetzt schon länger als 2-3 Jahre Zukunft, aber das ist so mein Ziel. Oder du fragst es ja, glaube ich, auch nach dem Wunsch oder dem Traum. Also das ist da. Und die Konzepte und Ideen, die liegen schon auf der Straße und werden teilweise in Europa auch schon umgesetzt. Ja, danke schön. Bevor wir so ganz zum Schluss kommen, noch diese Frage der Mittel, weil all das ist wunderschön. Wenn ich mich frage, das ist jetzt eine spezielle Frage, ne? Bundesmittel, Landesmittel, darf ich die kombinieren, wenn ja, wie habt ihr vielleicht eine Adresse, wo ich diese Fragen, wenn unser Webinar zu Ende ist und wir nicht mehr die Möglichkeit haben, diese beiden wissenden Menschen zu fragen, wo ich mich genau mit solchen Fragen nach Mitteln hinwenden kann? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, um die Menschen, die das jetzt hier interessiert, noch kurz zufriedenzustellen. Darf ich oder darf ich nicht? Ich beginne mal ganz schnell. Oft ist es sogar gewollt und oft ist es eine Notwendigkeit, dass Bund und Ländermittel kombiniert werden. So ist es ja auch beim Digitalpakt. Das Land Hamburg erhält keine Mittel oder erhielte keine Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes, wenn es nicht selber Landesmittel oben drauflegen würde. Insgesamt ist die Frage schwer für 16 Bundesländer zu beantworten. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, dass der eigene Schulträger
ob die Kommune der richtige Ansprechpartner ist oder die richtige Ansprechperson. Christian nickt. In Hamburg fällt es zusammen, da weiß man immer, dass man sich ans Ministerium wendet, weil wir sind beides, aber das ist sozusagen die Adresse. Ich glaube auch, dass es föderal sehr unterschiedlich ist. Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es in jedem Regierungsbezirk tatsächlich so eine sogenannte Gigabit-Geschäftsstelle, wo von der Bezirksregierung Personen sehr auskunftsfähig sind, was die Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt anbelangt und was auch nochmal zusätzliche Landesmittel anbelangt. Aber genau wie Thomas es gesagt hat, wahrscheinlich ist das in jedem Bundesland anders geregelt. Ganz herzlichen Dank. Ich mache nochmal den Applaus zum Schluss. Damit wir jetzt nicht mit diesen Mitteln, die wichtig sind, aber nicht alles sein sollen, aufhören, habe ich noch eine Frage. Die schreibe ich gleich in den Chat und dann bitte ich euch, ein Wort, ich kann noch drei nehmen, in den Chat zu tippen, aber noch nicht abzuschicken. Ja? Also ich stelle gleich die Frage und dann bitte einfach in dem Chat von Zoom, den findet ihr, wenn ihr unten auf die Leiste geht, da steht Chat, den öffnet ihr, der öffnet sich dann und da gibt es dann eine Frage, nämlich, ich schreibe sie, mit welcher Haltung kommen wir in Richtung, ihr seid live dabei, digitaler und dann mache ich mal Kulturwandel. So, ich tippe die jetzt ein. Ihr drückt noch nicht auf Enter. Und ich würde gerne jetzt von allen Teilnehmenden, auch gerne Thomas Spahn und Christian Ebel, wissen, mit welcher Haltung wir in Richtung Kulturwandel kommen. Gebt es bitte jetzt in den Chat ein und noch nicht Enter drücken. Wir warten jetzt noch mal ganz kurz und gleich können wir dann gemeinsam auf Enter drücken. Ich bin mal ganz kurz ruhig für die, die sich gut konzentrieren können, wenn sie nichts hören. So, auf die Plätze, gleich einfach Enter drücken. Fertig, los! Wunderbar, da kommen ja schon ganz viele. Die Augenhöhe, Kooperation, Mut. Maximale, aber kritische Offenheit gegenüber Neuem. Offenheit und das Ausprobieren. Das sollen unsere Schlussworte sein. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere Referenten Christian Ebel und Thomas Spahn. Sehr gern, vielen Dank. Wir haben schon einen Link hier drinne in unserem Chat. Das brauchen wir nämlich. Wir probieren auch aus. Wir möchten euer Feedback hören zu diesem Format. Es sind 4 Fragen. Kurz anklicken geht super schnell. Und mir bleibt noch, mich zu bedanken bei dem wundervollen Team. Das funktioniert hier alles nur so gut, weil wir viele sind. Nämlich Anke Wagner von der Deutschen Schulakademie, die Mentimeter im Blick hatte. Und unseren technischen Support, ganz herzlichen Dank. Und auch nochmal an die Teilnehmenden. Klickt euch gerne weiter durch das Programm. Macht eine Barcamp-Session. Wenn ihr jetzt hier eine Frage mitnehmt, ihr müsst überhaupt nichts können. Ihr müsst einfach nur sagen, ich bin da, ich habe diese Frage. Lasst eure Kinder, Großmütter und Hunde durchs Bild laufen und macht es euch am Samstag bequem auf der Couch. Es wird regnen. Wir freuen uns auf eure Angebote. Heute geht es weiter mit noch 2 spannenden Webinaren, einem Impuls und dann auch abends immer noch dem Zusammenkommen. Also bleibt uns gewogen und wir sehen uns wieder, so ihr mögt. Auf Wiedersehen.